Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 477. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo. Die Frau Patricia. Hallo. Und der Herr Basti. Gute und Grüße, meine lieben Freunde. Heute mal wieder in einer etwas anderen Besetzung. Wir rotieren ja hier immer ein bisschen durch, genauso wie die Eintracht das auch in Montagsspielen tut. Bevor wir gleich hier über Fußball reden und mal gucken, wie viel wir über Montagsspiele oder Donnerstagsspiele reden. Natürlich hier wie immer ein bisschen Housekeeping an dieser Stelle. Wir sind ja nach wie vor fast komplett durch euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, unterstützt. Und deswegen suchen wir hier auch immer stellvertretend für die komplette Community den ein oder anderen Namen raus. Und diesmal geht der Dank stellvertretend an den Matthias, der kam letzte Woche mit einer kleinen Sonderspende um die Ecke, um uns hier zu unterstützen. Und wenn ihr da draußen auch schon mal drüber nachgedacht habt oder jetzt anfangt, darüber nachzudenken, uns vielleicht zu unterstützen, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr alle Links zur Sendung und auch eine komplette Seite mit Informationen, wie ihr uns hier denn unterstützen könnt. Vielleicht bekomme ich dann auch einen neuen Weihnachtsbaum. Maibaum. Maibaum. Ja, der sieht so ein bisschen spärlich aus. Man muss da mehr bunte Bänder reinhängen. Ja. Ich kann ja mal ein Foto schicken von denen, die hier im Dorf stehen. Vielleicht inspiriert dich das nochmal ein bisschen fürs nächste Jahr. Schauen wir mal. Ja, genau. Wer nicht weiß, wovon wir reden, der folgt einfach dem lieben Marvin oder einfach allen anderen von uns auch auf Twitter und dann kriegt ihr auch so einen Quatsch regelmäßig mit. Genau. Was ihr da vielleicht dann auch mitkriegt, ist, wie das ist, wenn hier der ein oder andere auf Auswärtsspielen unterwegs ist. Marvin, Basti, ihr wart letzte Woche in London. Und erzählt doch mal, wie war es denn so vor Ort und wie war das vor allen Dingen mit so als Fan im Stadion? Da gab es ja auch im Vorfeld die ein oder andere Verwirrung mit Karten und Storno und so weiter. Wie ist es euch denn so dahergegangen? Und Marvin, wenn du möchtest, kannst du auch gerne deine schon angerissene Flughafen-Story erzählen. Also die Anreise war tatsächlich relativ beschwerlich. Ich habe es ja so letzte Woche so ein bisschen mitbekommen. Ich bin ja danach viel gutem Zureden dann irgendwann reingelassen worden von sehr, sehr freundlichen Kollegen, von einem sehr freundlichen Kollegen bei der Border Force, nennt sich das mittlerweile in England, die dann also die Grenzkontrollen dann dementsprechend sind. Ich konnte ihm verkaufen und weismachen, dass ich auch wirklich ich bin. Also mit dem Perser und so hat es dann geklappt. Okay. Ja, dann war es tatsächlich dann im Endeffekt okay. Dienstag war dann relativ relaxed und dann habe ich mich schon langsam auf den Donnerstag gefreut, Mittwoch dann dementsprechend auch okay und Donnerstag war, Mittwoch haben wir, ich habe Basti schon getroffen, da haben wir schon das ein oder andere Bierchen getrunken mit Archie von ESPN zusammen beispielsweise, es war sehr, sehr cool und am Donnerstag, da war die Spannung dann im Unermesslichen und da kann ja Basti nochmal weitermachen, ich glaube seine Anreise war aber auch eigentlich im Grunde ganz relaxed, oder? Ja, easy peasy, außer dass man sich immer noch mal wieder klar machen muss, dass wenn man in London landet, man auch lange nicht in London ist. Ja, gut, ihr wart in Heathrow, ne? Genau, da muss man dieselbe Zeit noch mal aufwenden, um mit einer stickigen U-Bahn zu fahren und zu denken, ah, jetzt bin ich schon wieder in London und krieg keine Luft. Aber war alles easy peasy, außer dass Dominik uns ein Hotelzimmer gebucht hat, was keine Fenster hatte. War alles easy und ja, du hast schon gesagt, dann waren wir Liverpool gegen Villarreal geschaut. Und haben dann den Abend da, so lange wie es in London halt geht, ausklingen lassen. War jetzt auch nichts unfassbar Wildes, will ich mal sagen, aber es war schon lustig. Und am nächsten Tag haben wir, glaube ich, dann verschiedene Sachen gemacht. Du warst mit Lossi, glaube ich, essen und ich war in einem Store, wo es Vintage-Fußballtrikots gab. Was eigentlich ziemlich dumm ist, wenn ich schwacher Mensch in so einen Laden gehe. Ich wollte gerade sagen, ausgerechnet du, der wahrscheinlich sowieso irgendwie gefühlt schon jedes Vintage-Fußballtrikot hat, hast du noch neue gefunden? Nee, ich habe mir einen Pulli gekauft von AC Parma, wo Adriano hinten drauf steht. Ansonsten bin ich nicht großartig schwach geworden, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass der Alkohol in England wirklich schäbig ist und ich Kopfschmerzen hatte. Alter, was hatten wir Kopfschmerzen am Donnerstag? Den ganzen Tag, wir haben dann, kann man schon mal verraten, wir haben dann nachmittags mehr Tee getrunken als sonst irgendwas. Also wir waren wirklich, haben uns dann irgendwann zwischenzeitlich ja dann getroffen und haben gemeinsam Tee getrunken, irgendwie diesen kleinen Kater. Wir haben alle nicht viel getrunken. Tatsächlich war es eigentlich nur so, dass wir eigentlich, man muss schon sagen, von diesem gepanschten Zeug, glaube ich, einfach Kopfschmerzen hatten. Ne? Okay. Also das war dann tatsächlich ein bisschen schwierig in der Zwischenzeit, als Basti da seine Trikots sich angeschaut hat,
war ich dann auf der einen Seite noch auf der Suche nach meiner Karte. Das hat relativ unproblematisch geklappt. Ich hatte das schon früh bestellt und dann habe ich es abgeholt. Das war alles unproblematisch. Wo es dann ein bisschen schwieriger war, war, dass ich ja nach einem Ersatzausweis auch ja getrachtet habe, könnte man meinen. Und dafür brauchte ich dann ein Foto von mir, ne, so die typischen Perso-Fotos, und musste dann irgendwo in London noch Perso-Fotos machen. Hat dann relativ schnell geklappt, habe ich in einer Pharmacy gemacht, also in einer Apotheke, ja, was nicht alles in London möglich ist. Ja, ist Pharmacy nicht mehr so Drogerie? Ja, meine ich. Aber okay, ich habe jetzt sprichwörtlich nicht übersetzt. Ja, okay, ich war noch gerade gegangen. Das heißt, du musstest dir noch einen Ersatzausweis dann vor Ort besorgen, weil... Genau, den habe ich am Freitagmorgen dann gemacht, ja. Okay, spannend. Ja, du hattest gerade eben gesagt, du hast ja dann deine Karte vor Ort geholt und es war relativ problemlos. Wie war das denn mit Karten und Einlass am Stadion? Man hat ja die unterschiedlichsten Informationen bekommen, von dass im Vorfeld Karten storniert worden sind, dass vor Ort Menschen quasi wieder verwiesen wurden oder gar nicht erst reingekommen sind. Wie viel habt ihr denn davon so mitbekommen? Eigentlich gar nichts, weil Marvin hat schon gesagt, wir waren dann im Mannschaftshotel, weil wir da auch noch eine andere Karten-Action hatten. Wie das halt immer so ist, mit den Karten ist sehr, sehr anstrengend, aber vor solchen Sachen. Und wir wussten es halt nicht. Wir hatten zwei Möglichkeiten. Wir hatten drei VIP-Karten im neutralen Block und drei Gästekarten. Wir haben uns dann ziemlich schnell entschieden, dass wir in den Gästeblock gehen. Drei VIP-Karten dann verschenkt und haben da aber gesessen und Tee getrunken. Das heißt, wir waren auch nicht Teil des Fanmarsches, weil das Hotel war, glaube ich, was 800 Meter vom Stadion entfernt. Okay, das hier war schon quasi dicht dran. Ja, wir sind dann mit den West Ham-Fans quasi zum Stadion gelaufen. Wir sind auch am West Ham-Eingang angekommen. Dann war schon die Stimmung elektrisch aus tausend verschiedenen Gründen. So, weißt du nicht ganz genau, sollten wir uns jetzt hier unter die Masse mischen, weil man hat schon erkannt, dass wir Frankfurter sind. Ja. Gleichzeitig weißt du, da steht ein wichtiges Spiel bevor. Andererseits waren die auch angezündet und eigentlich dann zumindest in dem Bereich nicht feindselig. Wurden dann irgendwie ums halbe Stadion geschickt zum Gästeblock, wo wir dann über eine einsame Brücke laufen mussten, wo wir auch wirklich ganz alleine waren. Wo wir dachten, okay, sollte jemand Bock haben, uns jetzt hier zu überfallen, dann ist jetzt hier der Zeitpunkt. Aber auch das ist nicht passiert. Wir hatten dann auch noch das Glück, dass wir am Gästeblock angekommen sind, vor der Fanmarsch da ankam. Das heißt, wir sind ziemlich problemlos und schnell durch die Sicherheitskontrollen gekommen, die auch sehr, sehr lax waren. Okay. Ja, und dann standen wir halt schon im Stadion Inneren und haben von da gesehen, wie alle anderen dann ankamen. Haben uns dann noch schnell ein Bier geholt und sind ziemlich schnell in unsere Blöcke gegangen. Marvin und ich hatten eigentlich andere Blöcke, aber Marvin ist dann ziemlich schnell zu uns rübergekommen und wir haben dann einfach so getan, als wenn das unsere Plätze wären und haben die auch bis zum Schluss nicht mehr aufgegeben. Also wir konnten alle zusammenstehen. Ja. Obwohl wir andere Karten teilweise hatten und das ging ziemlich problemlos, auch alles in Eintracht-Fankleidung und ja, ich sag mal so, es war zwar geil, dass wir früh im Stadion waren, das war aber natürlich dann auch so, dass wir sehr, sehr viel Zeit hatten, um es klar zu machen, dass das hier bald losgeht und wir sehr, sehr nervös waren. Ja, glaube ich. Du hast dann viel Zeit, über den ganzen Kram irgendwie nachzudenken und dieses klassische Was-passiert-wenn-Spiel und ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dann maximal anstrengend ist. Ja. Aber gut, ich meine, war ja gut bei dem Spiel, dass man relativ pünktlich im Block war. Und musste auch gar nicht so lang drüber nachdenken, was passiert, wenn hier irgendwie West Ham das erste Tor schießt, weil das hat so knappe 56 Sekunden gedauert und dann hat Knauf eingenetzt. Basti, du bist ja so unser, ja, wie soll ich es jetzt beschreiben? Jetzt bin ich sehr gespannt. Du bist ja emotional in sowas dann immer sehr schnell irgendwie involviert. Wie ging es dir denn nach diesem Tor und dann mit dem Blick auf die Uhr und wahrscheinlich dem Wissen so, scheiße, ich muss jetzt hier noch 89 Minuten plus irgendwie durchhalten und hoffen, dass das hier ein glückliches Ende nimmt. Das hat mich ziemlich beruhigt, muss ich sagen. Echt? Nicht beruhigt, naja, das ist Schwachsinn. Ich nehme alles zurück, beruhigt nicht, aber es hat das Spiel quasi real gemacht. Ja. Weil wir konnten uns alles vorstellen. Marvin und ich haben mal vorher gelabert, ey, dieses Stadion kann sich halt auch schnell verselbstständigen bei allem Plastikgehabe, was es da mittlerweile auch in England hat. Mhm. Diesen komischen Shows davor und das war ziemlich lächerlich. Aber so ein Stadion, das haben wir gerade am Vorabend bei Liverpool via Real gesehen, nachdem Liverpool das 1-0 gemacht hat, das kann sich schnell verselbstständigen. Davor hatten wir ein bisschen Angst, weil dann verlierst du plötzlich 3-4-1 dort. Mhm. Und das 1-0 hat dieses Spiel so ein bisschen in die Realität geholt, zu wissen, okay, hier geht was. Und wir haben natürlich völlig das Bewusstsein verloren. Es war völlig
wild, wie wir da rumgetanzt haben, jeden in meinem Arm und dann rumgeschrien. Also ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, der Jubelablauf war. Aber es war natürlich so, das war schon ein kleines, okay, das Spiel geht los, Willkommensgeschenk. Und du stehst dann da und denkst, ach du liebe Zeit, Alter, jetzt führen wir hier auch noch. Und dann, was dann folgte nach dem Tor, ist eigentlich das Erwähnenswerteste. Das war, glaube ich, die unangenehmste erste Halbzeit, seit ich auf der Welt bin und Fußballfan bin. Weil die hat wirklich keinen Spaß gemacht. Die hat einem körperliche Schmerzen bereitet. Mhm. West Ham hat immer wieder ein bisschen gedrückt. Die haben ja dann auch den Ausgleich gemacht. Aber alles in allem war die erste Halbzeit außerhalb von dem Tor oder nach dem Tor so unglaublich schwer auszuhalten, dass Marvin mir, glaube ich, dann in der Halbzeit eine Kinderschokolade geben musste, weil ich Kreislaufprobleme hatte, das zu ertragen. Ich habe da auch gar nicht viel gesungen, weil ich gar nicht konnte, weil ich eher damit beschäftigt war, das auszuhalten. Das war wirklich so eine Mischung aus Atemnot und Schwitzen und trotzdem ein bisschen supporten, aber gleichzeitig ja auch ständig auf den Boden gucken, ab und zu auf die Uhr schauen und nicht raffen, warum geht das einfach nicht weiter, warum geht es nicht um. Plus Angst, dass West Ham jetzt nach dem 1-1 richtig Feuer macht und am Ende war dann irgendwann eine Halbzeit und da hat man gedacht, Alter, ich hätte ganz ehrlich. Genau, ich habe zu Marvin, glaube ich, gesagt, Alter Marvin, ich will nur noch ins Bett. Ja, okay. Es war wirklich schlimm. Also ohne Mist, ich habe Dominik war auch dabei und ich so, Dominik, sind erst 10 Minuten rum. Dominik, es sind 20 Minuten rum. Die Zeit ging verdammt langsam. Ey, ohne Scheiß, wir waren komplett, es war ja auch Dauersupport, richtig geiler Dauersupport. Patricia, das hat man auch am Fernsehen gehört, oder? Hat man, ja. War aber am Fernsehen genauso lang, also langatmig, ich sag jetzt mal, ich finde das Wort nicht, aber es hat sich sehr lange angefühlt, die komplette Halbzeit, auch dann bis zur 90. Also die zweite hat sich meiner Meinung nach auch nicht kürzer angefühlt. Man war halt die ganze Zeit da nur und dachte, okay, irgendwie, das muss jetzt zu Ende gehen, aber irgendwie darf auch nichts mehr passieren. Und das war sehr, sehr anstrengend, also auch vorm Fernseher. Ich glaube, vor Ort dann nochmal mit den ganzen Eindrücken von vor Ort ist dann nochmal krasser, aber auch schon am Fernseher. Also ich konnte mir schon, auch da war es auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Wobei auch dieses frühe 1-0 mich so ein bisschen ich glaube, ohne das wäre es noch anstrengender gewesen, weil das war erstmal so ein Ding, das hat dich reingezogen ins Spiel und irgendwie hast du es erst nicht geglaubt. Ich glaube, ich habe in erster Linie erstmal das komplette Haus zusammengeschrien, als es gefallen ist, weil ich damit nicht gerechnet habe. Also ich habe ja mit so einem extrem zähen Spiel gerechnet, vor allem nach der Aufnahme, die wir letzte Woche hatten auch und was uns so erzählt wurde und was ja auch irgendwie gestimmt hat letztendlich, aber dafür war das Spiel dann doch viel, viel dynamischer, als ich es erwartet hätte. Und letztendlich war es ja dann auch so dieser Fall, okay, du machst ein frühes Tor auswärts und die können das jetzt auch nicht einfach nur wegverteidigen. Das heißt, die liegen zu Hause zurück, also West Ham, und irgendwie müssen die selbst auch was machen. Und das hat, glaube ich, dem Spiel auch so ein bisschen was gegeben. Mhm. Ja, und alles in allem habt ihr, glaube ich, schon gut zusammengefasst. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis Abpfiff war. Schon allein sehr, sehr lange gedauert, bis Halbzeitpfiff war. Und es war sehr anstrengend, aber es hat sich ja gelohnt. Ich habe eben kurz verstanden, ein Zehenspiel, habe ich gedacht, dir geht's ums Füßle. Also auch eine schöne Vorstellung. Ja, es war wirklich extrem, es war wirklich extrem zäh und es muss wirklich, war schon was Besonderes, aber es hat sich ja im Endeffekt ausgezeichnet. Und die Tatsache, dass wir, diese ganzen Fans diesen krassen Dauersupport gemacht haben, allein wie geil es auch war, Basti, dass die es irgendwie geschafft haben, die aktive Fanszene, eine kleine Choreo zu machen, ne? Und wir dann immer die schwarzen und weißen Fähnchen dann hin und her wedeln konnten, das war schon geil, oder? Ja, vor allen Dingen war es gar nicht so einfach, da zu supporten, weil du hast halt zwei Blöcke, die komplett durch fast ein Schwimmbad getrennt waren. Also du hast dadurch, dass es ein Olympiastadion war, halt wirklich zwischen den vorderen Blöcken am Spielfeldrand und den oberen Blöcken einfach so eine ganz lange, flache Fläche, wo einfach gar nichts ist. Mhm. So, da ist es einfach abgesperrt, das ist einfach eine Fläche, die so groß ist wie ein Handballfeld vielleicht. Und die haben dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit auch zu uns in den Blog Martin Stein geschickt, dass sie sich ein bisschen besser koordinieren können. Dann hast du den einen oder anderen Wechselgesang gehabt. Mhm. Und ich muss sagen, das habe ich aber alles so wirklich erst in der zweiten Halbzeit wahrgenommen, weil ich da auch dann auch durch die Mannschaft ein bisschen leichter in dieses Spiel gekommen bin, weil ich glaube, Glasen hat echt die richtigen Worte in der Halbzeit gefunden, muss man sagen, weil die Mannschaft war in der zweiten Halbzeit echt ruhiger, noch souveräner. Hm. Hat West Ham auch besser im Griff gehabt. Hat sich ja dann zu diesem Tor da
durchkombiniert, aber allgemein alles irgendwie so weit im Griff gehabt, dass ich leben konnte und eben auch meinem Teil dazu beitragen konnte, indem ich nur noch gebrüllt habe. Und das einzige Mal, wo ich in der zweiten Halbzeit nicht gebrüllt war, war ausgerechnet beim Tor, weil ich war so davon überzeugt, dass das Abseits war. Ja, nicht nur du, ich habe auch da gestanden, der kann nicht drin sein. Stehen wir da, dann guckst du dich so ein bisschen an, das war Abseits, oder? Und irgendwie manche jubeln schon, die Mannschaft hat auch als weiter gejubelt, da haben wir uns schon gewundert, warum jubelt ihr denn? Wenn Schiri angeguckt hat, nichts gemacht, West Ham hat nicht protestiert, die unten jubeln immer weiter, der Jubel wurde immer lauter, immer lauter, immer lauter. Und am Ende habe ich aber, glaube ich, so lange gewartet, oder wir alle haben so bis zum Anstoß war es wirklich so, dass wir dachten, okay, wenn der Anstoß ausgeführt ist, dann jubeln wir. Und dann sind wir quasi doppelt ausgerastet und nochmal ausgerastet. Weil dann wurde es wirklich ernst, weil du dir da klar machen konntest, okay, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass wir nicht mit einem unaussichtslosen Ergebnis ins Rückspiel gehen. Und das war ja das, was wir alle wollten. Wir wollten dieses Spiel und dieses Stadion und diese Stadt überleben. Und die Chance, mit unserer magischen Fanszene und dieser magischen Nacht das klar machen zu können. Und das war an dem Zeitpunkt definitiv möglich. Und dann war es nur noch ein Gebrülle. So, ich finde, die zweite Halbzeit war für mich auch angenehmer, weil, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit größer wurde, dass das irgendwie aussichtslos bleibt und nicht aussichtslos, aussichtsreich bleibt. Und dann gab es vor Schluss noch diese Lattenszene mit dem Fahrrückzieher, das haben wir dann auch irgendwie überstanden, wo Lasse und ich uns angeschrien haben, ob der jetzt drin war oder nicht und keine Ahnung, fast geschritten haben. Aber am Ende wurde dieses Spiel abgepfiffen und dann war es einfach nur noch wahnsinnig geil. Also es war wahnsinnig geil, weil dann hattest du quasi den Support, den Marvin schon angesprochen hat, der wirklich brutal war, in so einem Riesenstadion, nur mit 3000. Den hattest du aber dann pur, weil du musstest nicht mehr auf ein Spielfeld schauen und Angst haben, das heißt, niemand war abgelenkt. Jeder hatte diesen Stolz, diese Freude, diese Unglaublichkeit in sich und hat das einfach dann in den Gesängen rausgelassen und das war schon sehr rührend dann alles, wo wir da alle in dem Block standen und du gemerkt hast, Leute, das hier ist, die Mannschaft kam ja dann noch, das ist hier einfach, ja, das ist einfach diese Eintracht-Familie, die wir alle schon seit Jahren, Jahrzehnten kennen und die quasi dann auch durch solche Dinge belohnt wird und Barcelona hatten wir noch nicht verarbeitet, dann kam das noch dazu. Es ist alles schon ein bisschen viel gerade, muss ich sagen, umso öfter ich darüber spreche, weil so wirklich hat man ja noch nicht mal Barcelona verarbeitet und jetzt kommt das dazu und dann, ich meine, Betis war jetzt auch nicht unfassbar unspannend, also sehr, sehr, sehr viele Geschichten, die gerade sehr, sehr nah hintereinander passieren und West Ham auswärts war eine davon und ich muss sagen, das war schon was, wo ich weiß, okay, ich glaube, Marvin und ich waren heute in einem Podcast zu Gast, kann ich ein bisschen spoilern, der am Freitag rauskommt, wo ich gesagt habe, Marvin, egal, wo Marvin und ich als Menschen noch hin entwickeln und auch geografisch, ob irgendjemand mal von uns in eine andere Stadt zieht, man wird sich immer wieder treffen bei der Eintracht und man wird immer wieder über diesen Abend sprechen. Ich glaube, das ist auch jetzt nochmal, weil du ja einfach in den letzten knapp 2 Jahren durch Corona so wenig Erinnerungen produzieren konntest, sei es jetzt mit der Eintracht oder auch sonst wo, weil du halt einfach alles irgendwie gefühlt immer nur so gleich erlebt hast, ist das jetzt auch noch, also so geht es mir zumindest und ich kann mir vorstellen, dass das bei euch eben durch die Auswärtsfahrten und jetzt das Vorortsein im Stadion nochmal eine ganz andere Thematik ist, dass es einfach so sehr geballt kommt und der Kontrast zwischen 2 Jahre quasi gar keine Erinnerungen produzieren und jetzt in so sehr kurzer Zeit so sehr viel emotional anstrengende Erinnerung, dass das nochmal so ein richtig krasser Unterschied einfach auch ist. Ja, das ist genau das. Es ist wirklich dieses 0 auf 100 Gefühl, was, glaube ich, bei der aktiven Fanszene auch ganz krass, glaube ich, sein muss, die jetzt auch jetzt, ich mache da einen riesen Respekt davor, dass die gerade so relativ wertlose Spiele wie gegen Union oder jetzt gegen Leverkusen noch auch mitgemacht haben, völlig dabei waren. Das ist für mich ein unfassbarer Support und da habe ich einen riesen Respekt davor, weißt du, auch gerade so Montagsspiele. Ja. Aber das ist natürlich für alle eine surreale Zeit, weil jetzt kommt der Fußball in seiner absoluten Geballtheit zurück. Und dann zum Glück für die Eintracht auch mit so einem potenziellen Highlight, wo wir echt nah dran sind. Hm. Ja, also wir sind mega krass da jetzt dran. Und wir hatten es ja vorhin schon kurz besprochen, umso näher quasi dieser Donnerstag rückt, umso mehr fängt so dieses ganze Gedankenkarussell, diese ganzen Gedankenspiele irgendwie an, so was passiert, wenn du gewinnst, wenn du verlierst, wenn du unentschieden spielst,
bis hin zu, je nachdem, was ist, wer könnte dein Gegner im Finale sein und so weiter und so fort. Da sind ja Variationen von Gedanken drin, die ja so die komplette Bandbreite abdecken. Das macht es jetzt auch in der Vorbereitung für den Donnerstag, glaube ich, nicht so einfach. Zumindest erlebe ich das bei mir immer wieder, dass in dem Moment, wo ich nicht durch Arbeit abgelenkt bin und Möglichkeit habe, darüber nachzudenken, so dieses Gedankenspiel so von links nach rechts einmal komplett durchschlägt jedes Mal. Ja, das ist es. Also es ist genau das. Es ist jetzt diese ganzen Gedanken machen jetzt die ganze Zeit auch Halt bei mir. Ganz merkwürdige Situation, dass ich mich frage, ja, was passiert denn jetzt? Und ich gehe gedanklich alles durch. Ich lebe in so einer Zwischenwelt, wo ich irgendwie merke, ja, was ist denn? Ich denke die ganze Zeit an Donnerstag und erwische mich dabei, diese ganzen Theorien so durchzugehen. Und man lebt das normale Leben fast ein bisschen alternativ gerade. Ja. Wenn ihr wisst, was ich meine, Patricia, geht dir das ähnlich? Rechnest du auch schon alles durch? Ja, man ist halt irgendwie nicht so voll da im Alltag irgendwie. Es ist immer so, wie wenn dir irgendwas Positives oder auch Negatives, irgendwas Krasses passiert ist und du deine Gedanken nicht so ganz im Alltag hast, sondern immer noch so halb woanders. Und das ist gerade so. Und irgendwie, keine Ahnung, einerseits realisiere ich das gar nicht, was da gerade Großes bevorsteht. Andererseits realisiere ich das sehr wohl. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist irgendwie so, einerseits, okay, nee, hä, das kann gar nicht sein. Und andererseits denkst du die ganze Zeit drüber nach und machst dir bewusst, okay, du weißt schon, was da eigentlich passieren kann. Und wie ihr es eben auch schon gesagt habt, das sind jetzt so ganz, ganz viele Geschichten, die hintereinander passieren, die du alle verarbeiten musst und zum Teil noch gar nicht verarbeitet hast. Und ich zähle das immer so als Kapitel in einer großen Geschichte, die aber noch nicht zu Ende geschrieben ist. Also wir kennen das Ende auch noch nicht, aber keine Ahnung, ich habe auch immer so das Gefühl, es kann auch noch nicht das Ende sein. Und deswegen weiß ich nicht. Also es ist ganz, ganz schwer, irgendwie damit gerade umzugehen und sich aber auch auf andere Dinge zu konzentrieren. Weil das kriege ich gerade irgendwie gar nicht gebacken. Ich denke nur dran, das Spiel ist und jetzt irgendwie ist noch so ein Mittwoch dazwischen, den ich auch gar nicht, also ich verstehe noch gar nicht, dass morgen Mittwoch ist und es eigentlich noch überhaupt gar nichts mit dem Donnerstag zu tun hat. Nee. Für mich ist irgendwie fast jeden Tag, den ich jetzt aufwache, ist so Donnerstag und dann fällt mir ein, nee, es ist noch gar nicht Donnerstag. Also es ist ganz, ganz komisch. Ja, kenne ich. Ja, es ist nicht bei dir. Ja, es ist ja so. Wir haben ja schon gesagt, du lebst in dieser Zwischenwelt. So, du weißt ganz genau, es passieren gerade Sachen, an die du dich irgendwie jahrelang erinnern wirst. Und es sind ja auch schon Sachen passiert, egal was jetzt passiert. Hm. Und ich glaube, selbst wenn die Eintracht am Donnerstag ausscheiden sollte, wird das mit einer zeitlichen Enttäuschung trotzdem in Stolz sich umwandeln, ähnlich wie es an der Stamford Bridge war, weil, mein Gott, das ist trotzdem West Ham. Und es kann irgendwie auch noch passieren, wenn du Pech hast oder West Ham irgendwie über sich hinauswächst, wie sie es halt gegen Lyon auch schon getan haben auswärts. Dieses Ding ist noch 50-50. Ich habe den einzigen Fehler, den ich nicht mache, dass ich mich von diesem Sieg habe blenden lassen. Also ich bin wirklich im Modus zu denken, okay, das ist ein Pokalfinale jetzt. 50-50, da kann alles passieren. Wir haben zwar jetzt ein Tor Vorsprung, aber was heißt ein Tor Vorsprung? Gar nichts heißt es so. Also es geht zack, zack. Das kann man ja gegen Betis gesehen. Das kann auch in der 92. Minute noch egalisiert werden. Deswegen, ich muss auf dieses Stadion vertrauen. Ich kann mir, glaube ich, jetzt immer noch nicht vorstellen, wie die Atmosphäre sein wird. Ich weiß noch, wie ich gegen Barcelona im Heimspiel reingegangen bin und Lossner zu mir gesagt hat, na, komm mal da kurz rein. Das ist schon eine andere Luft hier drin. Das war dasselbe Stadion, dasselbe Bild, aber du hast das Gefühl gehabt, du kannst mit der Hand die Luft greifen und kannst sie ein Stück in die Tasche stecken. Ich glaube, das wird dann nochmal krasser. Ich glaube einfach, mit der Aussicht jetzt das Finale zu haben. Barcelona war ein Feiertag, weil Barcelona hat keine Erwartung gehabt, dass wir die wirklich raushauen können. Und das war so ein Sensationsding. Jetzt hier ist serious business, wo du denkst, es ist möglich, wenn du das wirklich seriös und konsequent durchziehst und die Emotionen irgendwie aufs Feld bekommst, die Mannschaft sich davon anstecken lässt und einfach gemeinsam mit den Zuschauern Geschichte schreibt an diesem Tag. Weil allein das Erreichen des Finales, das wäre schon Geschichte. Was dann passiert, darüber können wir dann nochmal reden, weil das überschreitet jegliche Vorstellungskraft. Mhm. Alleine die Möglichkeit, dass die Eintracht am Donnerstag ein Finale erreichen kann, ist schon so geschichtsträchtig und trotzdem auch möglich, dass mir das wirklich jede Kraft raubt, Alltag zu bestreiten und Luft raubt und mir Bauchschmerzen macht, mir aber auch Vorfreude macht, aber eher auch Angst macht. Und ich einfach, wie Patricia es gesagt hat, ich weiß nicht, ich muss morgen noch einen ganzen Tag überstehen. Und ich breche jetzt schon, ich weiß nicht, vielleicht bretter ich mir morgen bald rein und schlaf einfach den ganzen Tag, dass dann auch wieder nicht klappen wird. Dann hast du auch noch den Donnerstag, dann gehst du zum Stadion, du weißt, kommt jetzt immer näher. Dann bist du eine halbe Stunde vorm Spiel. Genau dasselbe, was ich jetzt hier über die erste Halbzeit in West Ham beschrieben hat, wird halt nochmal passieren und wird wahrscheinlich über 90 Minuten gehen, je nach Spielverlauf. Und
Das ist geil, weil das ist das, warum wir zum Fußball gehen. Es ist aber auch unglaublich anstrengend. Mhm. Ich muss wirklich sagen, ein Teil von mir ist auch froh, wenn es vorbei ist. Ja, kenne ich. Ich glaube auch tatsächlich, dass am Donnerstag, weil du es gerade angesprochen hast, dass gegen Barcelona da schon so eine merkwürdige, zum Greifen nahe Stimmung im Stadion ist. Ich glaube, das wird in dem Fall sogar nochmal mehr, weil eben, wie du gesagt hast, gegen Barcelona war es so, ja, keiner glaubt so richtig dran, Funken Hoffnung ist da, aber am Ende des Tages ist es einfach so ein Sonderspiel. Und es war halt das Hinspiel, jetzt ist das Rückspiel und du hast halt diese sehr valide Chance, da einfach weiterzukommen und du weißt einfach, oder jeder, der in diesem Stadion sein wird am Donnerstag, weiß, dass man sich über 90, hoffentlich nur über 90 und nicht über mehr Minuten einfach bis in die letzte Haarspitze rein konzentrieren muss, sei es jetzt auf dem Feld oder auf den Rängen. Also es wird nochmal mehr Anspannung sein, da bin ich mir komplett. Jetzt hast du was zu verlieren. Das Gefühl ist, dass du natürlich durch das Hinspiel ein Stück weit was zu verlieren hast. Natürlich kann man das immer noch so drehen und sagen, jo, wie Basti das richtig gesagt hat, macht mal halblang. Du hast trotzdem das Hinspiel gewonnen. Einen kleinen psychologischen Vorteil hast du trotzdem. Und du machst ja, oder vielleicht natürlich auch Nachteil. Mehr ich Hoffnung. Bin nämlich auch noch nicht Nein, sicher. Das ist kein jetzt Vorteil oder Nachteil? Nein, das ist doch Quatsch. Also jetzt bei alle die Kirche im Dorf. Immer noch ist ein Vorteil, wenn wir gewonnen haben. Wir wissen ganz genau, dass wir zu Hause nicht gewinnen können. So, dass wir zu Hause unsere Probleme haben. Ja. Wichtiger ist, dass wir das Spiel dort gewonnen haben. Das ist kein Nachteil. Die Eintracht muss aber trotzdem weiter offensiv spielen. Die muss weiter ihre Chance in der Offensive suchen. Dann wird dieser kleine Vorteil zu einem größeren Vorteil. Lass dafür dann erstmal 1-0, weil dann sind wir wirklich in der Bredouille und dann können wir die Konter ausspielen. Also das ist alles möglich. Die Eintracht ist keine Mannschaft, die jetzt sich komplett jetzt hinten rein zwängt. Das haben sie einmal gemacht gegen Sevilla, es hat nicht geklappt und dann hast du gemerkt, okay, das kannst du nicht wieder machen. Deswegen bin ich da optimistisch. Aber trotzdem ist es so, dass du aus fan-emotionaler Sicht halt jetzt dadurch, dass das Hinspiel gewonnen wurde, ein bisschen was zu verlieren ist. Und das ist so ein bisschen die Komplexität des Ganzen. Ich weiß gar nicht, ob so abwegig ist, was René sagt mit dem Nachteil, aber nicht natürlich nicht spieltechnisch und nicht für die Mannschaft, sondern eher, ich hatte das Gefühl, Marvin, wir haben das ja auch durch die Fußball 2000 Community mitbekommen. Bei den Fans war es schon teilweise so. Das war mir dann zu eindeutig. So, ja das muss man differenzieren. Ich hatte jetzt gedacht, dass er die Spieler meint, weil die sind professionell. Die haben sich ja ziemlich schnell geäußert. Genau. Ich mein, Glasner, Krösche, die haben ja ziemlich schnell gesagt, freuen uns, dass wir gewonnen haben, aber wir wissen Bescheid. Im Endeffekt gibt es keine bessere Ausgangsposition zu führen und Verantwortliche und Spieler zu haben, die das aber einzuordnen wissen und einfach mit diesem Polster so tun, als wenn dieses Spiel immer noch 0-0 steht und genau so reingehen. Was mich ein bisschen gestört hat, war im Umfeld diese Euphorie, die sagen, oh, jetzt schaffen wir es safe im Finale, wo ich dachte, Leute, nee. Das ist kein Auswärtstorregel mehr, es ist nur ein Tor, wir haben es gegen Betis gesehen, ich habe keinen Bock, dass hier im Umfeld irgendwie so eine Stimmung herrscht, wie komm, geil, wie ist es jetzt ein, weil das ist am Donnerstag im Stadion, ist kein Feiertag. Ich will jeder, der ins Stadion geht, dass er sich bewusst macht, dass das safe noch nicht sicher ist, dass wir im Finale sind und auch dementsprechend sich verhält. Das wird der ja, Krämer. Ja, ich will aber auch, dass jeder hart arbeitet und nicht da besoffen hinkommt, Europa Cup. Nee, wenn West Ham am Ball ist, will ich, dass du alle Beleidigungen, die du auf dem Schulhof gelernt hast, rauslässt und pfeifst. Ich will, dass du schreist und mehr Eintracht geschrien wird, als irgendwelche Feierlieder, wie das teilweise in Corona-Zeiten in Teilzulassung war, wo die Eintracht irgendwie Unterstützung gebraucht hätte, aber irgendwelche Leute... Nein. Jeder Fan muss ganz genau wie die Mannschaft wissen, okay, das geht von 9 los und wir müssen quasi so schreien, als wenn die zurückliegen würden. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und das ist, glaube ich, das... was der einzige Grund sein könnte, warum man von Nachteil sprechen kann, aber es ist trotzdem keiner, weil wollen wir jetzt verloren haben oder was? Nee, also will ich nicht. Ich will auch nicht in eine Position gehen, wo ich weiß, die Eintracht muss treffen, weil, und das ist, glaube ich, wirklich gut, die Eintracht muss nicht treffen. Wir haben immer diese Stürmer-Thematik gegen eng stehende Mannschaften. Die Eintracht weiß, dass sie Platz braucht, um Tore zu erzielen. Das wissen wir auch. Den wird sie aber durch dieses Ergebnis bekommen. Im Endeffekt ist es schon gut. Weil du weißt, okay, wenn es 0-0 ausgegangen wäre, wüssten wir, okay, irgendwann muss die Eintracht ein Tor machen. Manchmal fällt dir aber dazu nicht viel ein und dann hätte West Ham vielleicht auch ein bisschen abwartender spielen können. Jetzt ist es so, West Ham muss uns zwangsweise diesen Platz geben und mit laufender Spieldauer wird dieser Platz auch immer größer werden und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Eintracht mal irgendwann diesen Platz nutzt und dann, und jetzt kommt das Entscheidende, muss die Eintracht da sein. Die Eintracht muss in Führung gehen. Bleib dabei. Wenn die Eintracht weiterkommen will, muss die Eintracht in Führung gehen. Weil dann steht West Ham da und denkt, all or nothing, und dann muss die Eintracht die beerdigen, tut mir leid. Die Eintracht muss dieses Spiel, ich glaube, wenn die Eintracht ins Finale will, muss die Eintracht dieses Spiel 3-0 gewinnen.
Und dieses 2 und das 3-0 fällt dann, wenn West Ham einfach Harakiri macht und denkt, okay, Hail Mary, wir haben eh nichts mehr zu verlieren, weil das ist hier ein K.O.-Spiel. Und muss einfach, und das war in dieser Saison nicht immer so, diese aussichtsreichen Chancen, das waren nicht immer Chancen, aber Chancen zu einer Chance, wirklich konsequent und straight spielen, dass du weißt, okay, das 1-0 ist reingegangen und keine Ahnung, je nachdem, wer spielt, wenn ich vorm Tor stehe, bin ich eiskalt, mach dieses Ding rein und hab nicht wie gegen Barcelona so aus 5 Metern schieße ich den daneben. Das ging vielleicht da nochmal gut, aber ich hoffe, dass da ein Bewusstsein ist. Wir müssen snipern und wir müssen 5 Chancen in dem Spiel haben und es mussten 2, 3 davon reingehen, weil ich glaube, da lege ich mich fest, wenn die Eintracht 2 Tore schießt, dann kommen wir weiter. Ja, glaube ich auch. Das definitiv. Aber sie müssen genau das machen. Und wir haben ja schon festgelegt, dass sie vorne sofort agieren müssen. Aber es ist, ich will nochmal zu dem Fanaspekt zurückkommen, auch wirklich harte Arbeit. Das wird ein Spiel, bei dem wir uns auch angucken und denken, okay, jetzt sind auch erst 20 Minuten rum und weiter Dauersupport bis zum geht nicht mehr, Dauersupport bis zum Ende. Und auch wirklich auch ein bisschen pfeifen bei den gegnerischen Spielern. Auch mal freundlich lieb gemeinte Beschimpfung. Ja, also freundlich so, lieb gemeinte Beschimpfung. Naja, so kleine Liebkosung oder so. Ne? Gib doch mal bitte den Ball weg oder solche Sachen. Du Lauch. Ne? Nein, einfach auch vielleicht mal ein Pfiff oder so. Ne? Oder so. Ja, einfach was Kleines. Buh, das ist aber nicht gut. Das ist ja blöd oder solche Sachen. Genau. Ja, Patricia, was fällt dir noch ein? Ja, sowas. Oh, ihr seid ja doof, aber jetzt lasst es doch mal, lasst uns mal in Ruhe, ihr Blödköpfe, sowas so. In der Art. Nicht vom Beckenrand springen, aber Eintracht vor, juhu. Naja. Ja, es ist auch eklig, Mann. Also. Nee, aber das muss sich verselbstständigen einfach. Ich glaube auch dran. Also es ist, wir wissen alle, das ist ein Ausnahmespiel und es geht um sehr, sehr viel. Ich glaube, das wissen alle. Das wird dir vor Ort dann auch nochmal mehr bewusst. Ich glaube, wenn du so, wenn die Aufstellung durchgesagt wird, wenn du die Hymne singst, wenn du da stehst und dir das, wenn du alles siehst, einfach vor deinem Auge und im Stadion bist, glaube ich, realisierst du das nochmal mehr. Und keine Ahnung, ich denke zum Beispiel immer an das Heimspiel gegen Benfica damals auch. Das war von der Stimmung her auch, okay, das ist eine andere Ausgangssituation. Da stand die Eintracht ja quasi mit dem Rücken an der Wand und hat es dann trotzdem noch geschafft, aber auch durch diesen krassen Support. Und das ist halt so ein Ding, wo ich drauf vertraue, dass das funktioniert im Waldstadion, wenn es dann hart auf hart kommt, dass die Fans da sind und dass ich das dann auch so mit dem Spielverlauf, weil ich glaube, das wird auch ein hartes Spiel, also so ein heißes Spiel auf dem Platz auch. Und das nimmt das Publikum dann automatisch auf. Und ich glaube, dann entsteht da einfach diese Dynamik. Und da vertraue ich drauf und ich hoffe drauf. Und dass das dann letztendlich auch gut ausgeht. Da können wir jetzt nur drauf hoffen. Das weiß man leider noch nicht. Aber keine Ahnung, ich habe mir auch schon durchgespielt, was ist, wenn West Ham in Führung geht. Dann ist es 1-0 und du hast nur 2-1 gewonnen. Und das ist dann auch schon wieder so ein Punkt, wo ich mich schon komplett verrückt gemacht habe, aber ja, letztendlich wissen wir es nicht und egal wie es kommt, ich vertraue darauf, dass der Support da sein wird, weil ich glaube, das ist so die eine Sache, auf die du setzen kannst, dass das passieren wird und dass das gut wird einfach und alles andere, was dann auf dem Platz passiert, müssen wir sehen und einfach hoffen, dass es auch positiv ausgeht. Ja, du musst es halt so ein Stück weit machen, wie die zweite Halbzeit vom Hinspiel, wirklich konzentriert sein, deine Chancen halt einfach nutzen und dich jetzt nicht irgendwie einlullen lassen oder mal für 5 Minuten unkonzentriert sein, weil dann wird es halt echt eklig. Also ja, ich hätte auch gerne einfach, wenn es geht, früh irgendwie ein Tor machen, wie Basti gesagt hat, und dann sie ein bisschen kommen lassen, aber so kontrolliert. Versteht ihr, was ich meine? Also nicht jetzt irgendwie sich so komplett irgendwie hinten reinschieben lassen, sondern das Spiel dann einfach kontrollieren und die Chancen abwarten. Und ich glaube, dann hast du da durchaus irgendwie Möglichkeiten. Aber es wird halt schon, also die Zeit wird nochmal ein ordentliches Stück langsamer verlaufen, sowohl an dem Donnerstag an sich als auch in der Zeit im Stadion. Das können wir uns schon mal alles jetzt schon bewusst machen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv so. Gibt dir da auch vollkommen recht. Aber auch will ich zu dem sportlichen Aspekt, den du eben schon vollkommen richtig erwähnt hast, weil auch hier geht es natürlich darum, möglichst wenige Fehler zu machen, die Fehler von West Ham auszunutzen, die wir im Hinspiel schon gesehen haben. Das heißt, wenn wir schnell spielen, wenn Kostic, wenn ein immer noch in sehr guter Form befindlicher, ein herausragender Form, wir reden gar nicht über Knauf. Eigentlich müssten wir diese komplette Sendung vielleicht auch mal einfach nur über Knauf machen. Der, was der für eine super Entwicklung in dieser kurzen Zeit, in der er bei der Eintracht das eigentlich schon gemacht hat, wie wertvoll er schon geworden ist. Plötzlich haben wir wieder eine rechte Seite. Wie absurd ist das? Das muss man ja wirklich mal sagen, dass wir plötzlich zwei Seiten haben, die bespielt werden können. Herausragend. Und dass wir genau da diese Schnelligkeit ausnutzen. Wenn uns das mal früher eingefallen wäre, da jemanden für die rechte Seite zu fordern, dass wir da nicht früher drüber nachgedacht haben. Genau. Entschuldigung, bisschen Ironie muss sein. Ja, aber wie gesagt, also mir geht es im Endeffekt nur darum, dass die Schnelligkeit bei der Eintracht dementsprechend auch dazu führen muss, Chancen zu kreieren, weil im Strafraum sind sie angreifbar. Das merkt man, weil sie ihre Innenverteidigung als Stammformation halt nicht da haben. Das ist ein Thema. Ich glaube, Geschwindigkeit ist für sie halt auch nicht nach wie vor ein Thema. Ich meine, Dawson ist ein guter Innenverteidiger, aber ist jetzt auch nicht der schnellste und im Zweifelsfall halt auch ähnlich, wie du es gegen Barcelona gemacht hast, auch da Fehler provozieren und dann halt den Ball einfach mal scharf, flach rein und selbst wenn du nicht erwischst, vielleicht hat halt einer von den Innenverteidigern von West Ham halt unglücklich den Fuß draußen und dann kriegst du früh einen Elfmeter wieder. Ja? Kannst ja auch mal. Ich habe das Gefühl, Basti stirbt jetzt schon. Ja, weil wir hier die ganzen Szenarien durchgehen. Patrizia hat es ja gesagt, West Ham kann auch in Führung gehen. So, und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. So, herzlichen Glückwunsch. So, das ist genau das Gleiche, was wir da gemacht haben, können die hier auch machen. Und dann stehst du da. Es ist halt alles sehr, sehr anstrengend. Es ist alles... Ja, definitiv. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt in den letzten Tagen, wahrscheinlich wird es morgen wieder ganz anders sein. Ich kann mir aber alles vorstellen. Es kann sein, dass die Eintracht die 4-0 wegrohrt, weil die komplett, wenn die Eintracht einzeln in Führung geht, aufgeben. Und die sowieso nicht in der besten Verfassung sind. Ich meine, die haben jetzt trotzdem so ein bisschen korrigiert diese Rotation. Die haben gegen Arsenal wieder mit einigermaßen Stammformation gespielt, trotzdem haben sie verloren. Und in der Liga die zumindest theoretische Möglichkeit ist jetzt auch nicht mehr so groß, dass die sich darüber europäisch qualifizieren. Und am Ende, Leute, sind das Engländer. Und wenn es drauf ankommt, vertrotteln Engländer gerne mal was. Also es ist im Endeffekt genauso, wenn wir hier einen West Ham Podcast machen müssen wir uns, glaube ich, größere Sorgen machen. Was die werden genauso denken, Alter, was ist denn, wenn er noch ein Tor, so ein frühes Tor schießt? Warum, was ist, wenn wir dann wieder offensiv höchstens durch Standards und Flügelspiel gefährlich werden können? Wir kommen auch schwer zu Toren und wenn wir dann 2-3 brauchen, dann wird es echt eng und bla bla. Und dann kann die Eintracht sich von diesem Publikum einfach auch tragen lassen und von diesem Bewusstsein, Helden werden zu können. Das wird alle Spieler beflügeln, die wissen das. Mhm. Die wissen, dass sie an diesem Abend schon zu Helden werden können, egal was in Sevilla dann passieren würde. Das ist einfach so. Wenn ein Europapokalfinale für die Eintracht wird so oder so nicht in die Geschichtsbücher eingehen und ich rechne, dann sollte das am Donnerstag klappen. Sowieso damit, dass man am Römer die Mannschaft empfängt, egal ob man das Finale dann verloren hat oder nicht. Weil das dann einfach eine historische Dimension hat und ich glaube, das werden die Spieler auf dem Platz merken. Glasner ist aber gleichzeitig, und das finde ich einen wirklich unterschätzten Faktor, Glasner ist auch so geil emotional und trotzdem ruhig, dass er die Mannschaft einigermaßen einordnen wird und sagen wird, ja, hört den Eintracht-Podcast, guckt Fußball 2000, lasst euch vom Umfeld anzünden, alles gut, aber Leute, chillt und spielt weiter wie in Betis, wie in Barcelona, wie bei West Ham, diesen souveränen, teilweise sehr guten, abgeklärten Fußball und dann funktioniert das, weil die Eintracht wird, glaube ich, nicht irgendwie wie gegen Leverkusen hier himmelhoch jauchzen und alles funktioniert und Vollgas, Chaos, Fußball dieses Spiel gewinnen, sondern die Eintracht wird, wenn die West Ham schlagen, das wie ein Profikiller machen. Mit Schalldämpfer drauf machen, routiniert, hingehen, an die Schläfe halten, abdrücken, rausgehen, Waffe wegwerfen, Jacke wechseln, schauen nach Hause. Und nicht in der Wüstenschlägerei das machen. Und so muss es passieren. Da muss man aufpassen, dass man sich im West Ham irgendwie nicht anstecken lässt, weil die werden darauf erpicht sein, dass das irgendwie zu körperlich wird. Und dann muss die Eintracht zeigen, klack, 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 3 Doppelpässe, zack, 1-0, was wollt ihr jetzt machen, ihr fetten Schränke, lasst uns in Ruhe. Es ist genau so. Wir haben es beschrieben. Wir haben gesagt, selber schnell das Heft des Handels in die Hand nehmen. Genau. Wenig Fehler machen,
wenig Fehler machen, denn wir haben gesehen, dass Touré tatsächlich zu viele Fehler gemacht hat, die nicht zu Toren geführt haben, aber da ist zu viel gewesen, deswegen muss man sagen, wir sind froh, dass wir einen Dika, Hinteregger, Tuta haben, dass das ein festes Gerüst ist, dass Kevin Trapp trotz dieses mäßigen Spiels gegen Leverkusen in Topform ist. Das ist alles, sind alles Funktionen, die gut sind. Aber wenn wir jetzt auch auf das Spiel schon ein bisschen zu sprechen kommen, Bastian und ich hatten ja schon mal bei Fußball 2000 drüber gesprochen. Deswegen, Patricia, wie siehst denn du das? Würdest du, was war deine Defensivlösung? Also defensives Mittelfeld? Defensives Mittelfeld? Ich würde, es sind ja alle fit, gehe ich von aus. Da einfach mit So Jakic wieder spielen, weil das, glaube ich, das ist, was mir bisher auch in der Saison immer am besten gefallen hat, die sich gut ergänzen, auch von den Fähigkeiten her, was sie bringen. Also So ist für mich zu 100% gesetzt sowieso. Und Jakic ist auch so ein Kämpfertyp, vor allen Dingen aber finde ich auch so ein Typ für so besondere Spiele, K.O.-Spiele. Ich glaube, das liegt ihm sehr, sehr gut. Und dann hat man ja noch Rode, den ich dann in der zweiten Halbzeit irgendwann reinbringen würde, einfach weil auch Rode so ein Typ ist, wo du dich halt komplett drauf verlassen kannst, dass er dafür brennt, dass er da ist und sowieso keine 90 Minuten macht. Von daher hätte ich, also meiner Meinung nach, So Jakic und dann später dann noch auf Rode gehen. Und dann sollte das meiner Meinung nach ein stabiles, zentrales, defensives Mittelfeld sein. Mhm. Ja, Basti, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Ja, ist im Endeffekt schon die bessere Variante, ne? Ach, es ist im Endeffekt egal. Also im Endeffekt ist es egal, glaube ich. Ich meine, du hattest dich ja schon mal über mich aufgeregt bei Fußball 2000, als du probiert hast, alle Spiele zu rationalisieren und zu sagen, wer spielt denn? Und ich habe dir einfach nur aus völliger Überforderung geantwortet. Es ist egal, wer spielt. Ja, ist richtig. Aber am Ende ist es so. Ich hätte mit beiden keine Bauchschmerzen, aber ich würde vom Bauchgefühl auch auf Jakic gehen, weil Jakic ist ein Krieger einfach und wir brauchen, glaube ich, einen Krieger. Ich glaube, der wird sich von denen nicht sagen lassen. Der wird sich vor denen stellen und sagen, Bruder, Alter, mach hier mal nicht den Aff, Alter, wenn ich will, dass ich deine Familie auslöschen, so eine Art. Und der ist einfach, der hat diesen Spirit, der hat diese Camper-Mentalität, der einfach völlig fertig da die ganze Zeit rumrennt und rennt und rennt und rennt. Das ist vielleicht das, was der Rode irgendwie voraus hat, aber Patricia Drechlich wird den dann auch Rode irgendwann im Laufe des Spiels bringen, je nach Ergebnis, vielleicht Offensiven oder dann 1-1 Wechsel, je nach Ergebnisstand und damit er quasi seine Erfahrungen, seine Ruhe und vielleicht seine bisschen bessere fußballische Klasse einbringen kann, um dann eventuell smart und effektiv den einen oder anderen Konter noch einleiten zu können, dann aus dem Zentrum heraus. Und aber nochmal, das sind im Endeffekt Entscheidungen im defensiven Mittelfeld, die echt leicht fallen, im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo wir überhaupt nicht wussten, wer da auf der Doppel-6 spielen soll. Und ja, ich würde mit So und Jakic gehen. Sind wir jetzt schon im kompletten Aufstellungsmodus eigentlich? Ich würde sagen, lass uns mal da hingehen, weil ich glaube, wir haben ja doch auch die ein oder andere Stelle, wo es noch ein bisschen unklarer an der Stelle jetzt ist. Weil ich auch vorhin in der Innenverteidigung schon so reingebügelt habe, am Ende lese ich gerade, dass das gar nicht so sicher ist mit Hinteregger, Basti. Was ist denn da los, ey? Dazu will ich nichts sagen, weil ich wäre echt sauer, wenn er nicht spielt. Hinti spielt, sag ich mal. Also, ja, hoffe ich auch. Ich meine, er hat ja keine Verletzung in dem Sinne, sondern er hat, wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe, einfach nur eine fiese Erkältung. Ja, fiese Erkältung, so heißt es heutzutage. Hinti wird spielen. Ich glaube, das ist nur Gebabbel, vielleicht um West Ham auch so ein bisschen im Unklaren zu lassen, wie die Defensive aussieht und gegen welchen Stürmer Michael Antonio, gegen welchen Verteidiger Michael Antonio dann sich durchsetzen muss und so weiter und so weiter. Ich glaube, die Defensive stellt sich ziemlich schnell auf. Ich glaub, wenn alle fit sind, ist das komplett klar. Indika, Hinteregger, Tuta und dann hast du Knauf, Kostic auf den Außen, So Jakic, Boré, Lindström und Kamada, wobei bei Lindström ja, glaube ich, noch ein größeres Fragezeichen als hinter Hinti ist. Das ist zumindest der letzte Stand, den ich gehört habe, dass das da wirklich tendenziell eher für Nein aussieht. Er ist ja im Hinspiel ausgewechselt worden mit den muskulären Problemen. Ich glaube, das ist jetzt auch
ist dann auch wieder so eine Abwägungssache, auch mit Blick auf, was sind die Spiele danach, gehst du das Risiko jetzt ein, da irgendwie mit Fitspritzen und wie sieht es dann im Nachhinein aus, wenn du dann doch vielleicht dir überlegen musst, okay, welche Spiele habe ich dann für so ein Finale auch zur Verfügung, ist das wahrscheinlich eine größere Abwägungssache und glaube ich aber auch die mit, wo wir, und das hat ja auch das Leverkusen-Spiel gezeigt hat, auch was so Alternativen angeht, auch wenn wir da Spieler haben, nicht so richtig irgendwie eine gute Alternative haben, oder? Ja, also es ist wirklich problematisch. Ich gehe da vollkommen auch mit dir. Ich finde den Gedankengang, den du hattest, auch durchaus sinnvoll zu sagen, was sollte man machen? Sollte man jetzt einen Lindström wirklich irgendwie so rein brutalisieren, dass du sagst, naja, der spielt dann halt und ist dann im Finale komplett durchgeschossen? Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube, wir werden ohne ihn spielen müssen. Es gibt, glaube ich, ich sehe relativ wenige Chancen, dass Lindström noch am Donnerstag aufläuft. Das ist ein Riesenkicker für uns im negativen Sinne. Auch weil, wie du es eben schon illustriert hast, die Optionen, ich sag mal so, Heuge hat sich gestern nicht wirklich in die erste Elf gespielt. Hatte ich nee, nicht wirklich. Aber wen hättest du denn, wie wäre denn eure Kompensation von einem Lindström, wenn der jetzt ausfällt? Trotzdem Heuge. Auch selbst wenn Heuge nur noch ein Bein hätte, würde ich wahrscheinlich eher Heuge stellen, bevor ich sonst irgendjemand stellen würde. Ja, ja. Ist so. Patricia? Ja, für mich auch. Also ich finde das gerade auch ein bisschen, es hat sich ehrlich gesagt am Wochenende jetzt auch keiner besonders empfohlen, zumindest aus der Offensivabteilung, muss ich sagen. Außer jetzt, klar, dass du mit Kostic und Knauf gespielt hast, die sich ja abgewechselt haben. Okay, die nehme ich jetzt raus, die Stammspieler, aber die ganzen Offensivkräfte, die halt eben als Rotationsspieler reinkamen, haben sich alle nicht empfohlen, muss man sagen. War aber auch letztendlich, man muss halt bedenken, man hat da mit einer B11 gespielt, in einem System, in einem Doppelstürmer sogar. Ich glaube, Hauge war ja der einzige Zehner und davor ja. Dann am Anfang Paciencia und Ache und dann später. Genau, deswegen, das war erstens irgendwie ein anderes System, zweitens komplett anderes Personal. Ich finde, man hat auch gemerkt, die Abstimmung zwischen Innenverteidigung und zentrales defensives Mittelfeld war nicht ganz da. Also das hat alles insgesamt nicht gut gepasst. Von daher will ich das jetzt nicht zu sehr an diesem einen Spiel abhängig machen. Dafür hatte, finde ich, Hauge auch gegen, ich glaube, es war Freiburg, ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Und da vertraue ich jetzt einfach drauf, dass das natürlich ist es ein Qualitätsverlust, wenn Lindström nicht spielt. Und ich würde sehr, sehr gerne mit Lindström spielen. Aber wenn das nicht geht, dann ist für mich immer noch Hauge die beste Option, die da aktuell ja auflaufen kann. Und ich würde ihn auch aufstellen. Ich glaube dran, dass der Junge was kann. Und es gibt viele Gründe, warum er vielleicht noch nicht ganz da ist. Es ist nicht seine angestammte Position auch in der Mitte. Das ist eher so ein Flügelspieler. Er hat auch weniger Spielpraxis als zum Beispiel Lindström bekommen. Und das sind halt alles so Gründe, aber letztendlich ist es für mich die beste Wahl und ich würde den auch genau so ersetzen. Also, und es ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viel, wieder so auf ihn eingehauen wird, zum Teil, muss ich sagen, aktuell. Aber das ist ja auch so ein bisschen subjektiv. Kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich wollte aber nur sagen, mir sticht das so ein bisschen negativ ins Auge. Ich mag das auch nicht so gern, weil es mir zu früh ist. Deswegen, ich glaube an Hauge und von mir aus soll er gerne spielen, wenn Lindström nicht kann. Ja, ohne Scheiß. Das hätte ich jetzt original im Anschluss auch noch gesagt an deine Ausführungen, weil dieses, klar hat Hauge unglückliche Aktionen teilweise in Spielen drin. Klar ist Lindström viel, viel besser in die Saison gekommen und ein wichtigerer Spieler in dieser Zeit. Aber mir geht das unglaublich auf den Sack. Dieses von wegen, da kann nichts und bla bla. Wenn ich mir das überlege, über wie viele Spieler mir das schon erzählt wurde, mir wollten die Leute erzählen, Haller wäre eine Bratwurst, mir wollten die Leute erzählen, So wäre eine Bratwurst. Ja. Ja, Freunde, haltet einfach mal das Maul, was das betrifft und wartet ab. Und sollte das irgendwann so sein, könnt ihr ja immer noch sagen, ja, der war nicht gut. Aber jetzt weiß man es noch nicht, der hat eben noch nicht diese Chancen bekommen. Mhm. Irgendwann hat Glasner nach vier im Heckmeck, vergessen wir mal nicht, dass Glasner nicht von Anfang an diese Formation im Kopf hatte, sondern die hat sich irgendwann rauskristallisiert, hat zufällig geklappt und seitdem haben wir immer mit Boré Kamada Lindström gespielt, weil Glasner dann irgendwann das Gefühl hat, okay, das ist für die aktuelle Situation der beste Flow und Hauge war da jemand,
der deswegen rausgefallen ist, obwohl er am Anfang der Torgefährlichste war, am Anfang der Saison. Er hat das Tor in Dortmund gemacht, er hat in Bielefeld getroffen und so weiter und so weiter. Auch im Europacup mal getroffen, ja. Er hat gegen Piräus getroffen, so. Also es ist auch keiner absolut Blinder, so, wo ich mir denke, Leute, chillt mal. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe keine Bauchschmerzen. Ich hätte ehrlich gesagt den sowieso gerne mal wieder gesehen. Und jetzt ist es so, wenn Touré es schafft, solche Leistungen abzurufen gegen Barcelona und West Ham, warum soll Hauge das nicht schaffen? Und am Ende ist es auch nicht so, als wenn er unfassbar viel kaputt machen könnte, sondern worauf wird es dann ankommen? Der muss dann einfach im Zentrum mit den anderen beiden sich einigermaßen abstimmen, dass sie da vorne gefährlich sein können. Und ehrlich gesagt finde ich das sogar fast sinnvoller, dass er spielt, selbst wenn Lindström nicht verletzt wäre, weil er körperlich trotzdem ein bisschen breiter ist als Lindström und sich vielleicht dann sogar da an einer anderen Stelle besser durchsetzen kann. Er hat eine sehr unorthodoxe Spielweise, auf die kann man sich, glaube ich, gar nicht einstellen, wenn man überhaupt nicht weiß, was er vorhat, weil man das Gefühl hat, er weiß es selber manchmal nicht. Aber wer weiß. Natürlich, es ist schade, dass Lindström fehlt, weil er unglaubliche Entwicklung gemacht hat. Oh ja. Kein Mensch hätte erwarten können, dass er so schnell zu so einem wichtigen Spieler wird und für dieses wenige Geld in Anführungszeichen. Aber Leute, Hauge ist jetzt auch nicht die Katastrophe, wie alle tun. Und mich wundert es unglaublich teilweise, wie Wahrnehmungen von vielen, vielen Fans sind, wenn ich mich ständig anhören muss, die wollen unbedingt, dass Rustic spielt, aber Hauge ist eine Bratwurst. Also wer sagt Rustic, Leute, wer sagt Rustic ist ein besserer Spieler als Hauge, weiß nicht, ob ich da weiter diskutieren will. Ja, ich glaube, das ganz ehrlich, das ist eine Diskussion, die hat er jetzt erneut auch jetzt gegen Leverkusen gezeigt, dass genau nicht das der Fall ist. Ja, also Rustic hat seine Momente, ja natürlich, Rustic hat seine Momente, aber die hat er nicht auf Dauer auf den Platz bekommen. Insofern glaube ich, diese Diskussion braucht man nicht zu führen. Man merkt die bei Hauge auf jeden Fall die spielerische Qualität in Ansätzen. Die hat er trotzdem, muss man auch sagen, nicht in diesen Zeiten auf den Platz bringen können. Aber diese gewisse Genialität, die ich einem Lindström zuschreiben würde, die manchmal auch ein Kamada auf jeden Fall hat, die kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Auch bei einem Hauge. Und das haben wir schon gesehen in Ansätzen. Und lass das mal, das ist auch für ihn die erste Saison. Ne? Wir brechen oft auch Stäbe über Spieler, gerade wenn sie sehr jung sind. Die können sich alle entwickeln. Und selbst ein Rustic kann sich noch super entwickeln. Ich glaube, dass für Rustic werden wir nicht über die Saison hinaus großartig viel sehen. Nee. Aber trotzdem, eine Hauge wird wahrscheinlich bei der Eintracht bleiben. Wahrscheinlich auch ein Lindström kann ich mir vorstellen, außer wenn da jetzt ein Baba-Angebot kommt. Und die Hauge wird uns noch viel Spaß machen. Und am Ende ist vielleicht eher, das ist egal, wenn der das entscheidende Tor schießt, das uns ins Finale bringt. Ja, dann kannst du ja quasi schon deinen Platz fürs Denkmal wahrscheinlich aussuchen, wo das dann hingestellt wird, egal. Das ist am Ende auch nochmal, was ich jetzt, womit ich Marvin bei Fußball 2000 genervt habe, meine eigenen Ausführungen ein bisschen jetzt ab absurdum führen. Es ist egal, wer spielt, glaube ich. Es ist wirklich egal, weil für einen Abend geht das schon. Für einen Abend geht das schon, und wenn man Bauchschmerzen hat, dass jemand spielt, dann haben wir ja nie gesagt wegen einem Spiel, sondern wir hatten immer gesagt, soll Spieler XY nach 5 Spielen hintereinander, kannst du die Uhr noch stellen, dass dann da irgendwie eine Disbalance reinkommt. Aber ein Spiel, gerade so ein Spiel, was aufgeladen ist, was für jeden Spieler auch von denen, und da ist keiner dabei, und das hat Marvin bei Fußball 2000 mal gut aufgedröselt, wer da aber für uns auf dem Platz steht, da ist niemand dabei, der diese Nummer routiniert angeht, weil er das alles schon sehr, sehr gut kennt. Also das ist für alle Spieler, die da auf dem Platz stehen, was Besonderes. Und das wird auch für jeden, der für irgendjemand in die Bresche springen muss, was Besonderes sein. Und ich glaube, alle, die da auf den Platz kommen würden, würden das hochseriös und ernst nehmen, außer Paciencia vielleicht. Ja, aber jetzt mal wirklich, also wir haben ja auch schon andere Ausfälle kompensieren können. Ja. Vor allem in der Euroleague, ich meine, So hat schon nicht gespielt, Indika hat nicht gespielt, Tuta hat nicht gespielt. Das sind alles Ausfälle, wo wir davor gesagt haben, oh mein Gott, das würde mir ja irgendwie schon Bauchschmerzen bereiten, und es ist schon richtig bitter, wenn der und der nicht dabei sein können. Und es hat ja letztendlich doch geklappt. Also es natürlich, klar, es fehlt Qualität, und es ist auch so, dass die A11, sage ich mal, die erste Elf, die Oliver Glasner aufstellt, auch qualitativ die beste ist bei der Eintracht. Das streitet auch keiner ab. Aber was dahinter kommt, ist jetzt auch gar nicht extrem schlecht. Also ausgenommen vielleicht vom Sturm, weil da hätte ich wirklich so ein bisschen Bedenken, wenn dann, keine Ahnung, Boré nicht spielt, und was machst du dann? Klar, spielt es meistens mit Paciencia, ergibt sich zumindest Mühe. So, aber klar, also das Sturmproblem, kennen wir mittlerweile, und dafür wurde ja auch jetzt schon nach
nachgesorgt und ich hoffe, das wird sich dann über die Sommerpause und mit der Vorbereitung ändern und wir werden nächstes Jahr sowieso eine komplett andere Mannschaft, also nächste Saison eine komplett andere Mannschaft sehen, vielleicht ein anderes System. Glasner hat Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten, bekommt neue Spieler, Spieler, die er auch haben möchte und dann werden wir mal sehen. Aber alles in allem, wie ihr schon gesagt habt, ich habe jetzt vor allem für ein Spiel keine großen Bauchschmerzen. Wir haben zum Beispiel auch schon Kostic durch Lenz ersetzt und das hat auch in der Bundesliga funktioniert. Zumindest für ein paar Spiele. Es ist in Ordnung, es geht schon. Und vor allem in so einem Ausnahmespiel, was ja bei jedem wahrscheinlich nochmal neue Kräfte freisetzt. Ja, ja, definitiv. Ich glaube, es ist jetzt wirklich so, es sollten jetzt nicht zu viele ausfallen. Also wenn Kostic jetzt gegen Lenz getauscht wäre, wäre ich, glaube ich, ein bisschen ängstlicher, aber. Ja, weil das aber auch eine komplett andere Spieldynamik bedeutet. Ja. Also ich finde so ein Lindström-Hauge-Ding, okay, das ist, du kannst du fast 1:1 ersetzen, zumindest was das System angeht, was die Dynamik angeht, aber Kostic-Lenz ist natürlich schon nochmal ein größerer Eingriff ins Spiel dann, ja. Auch in meine Gefühlslage. Ja, nicht nur in deine. Nicht nur in deine. Ja. Okay, das heißt, Idealaufstellung 90% wahrscheinlich und im Zweifelsfall ersetzen wir einen Lindström durch einen Hauge und ansonsten sollten alle fit sein und dann werden es halt einfach anstrengende 90 plus x Minuten. 90. Sehr wahrscheinlich. Ja, ein bisschen Nachspielzeit hast du. Ja, wieder 100. Dann sind wir bei 100, alles klar. Ja. Kleiner 100. Okay. Auf jeden Fall kleiner 100. Was ist denn euer Ergebnistipp, Marvin? Boah, das ist, ich bleibe in meinem Optimismus. Ich hatte ja auch gesagt, das wäre auch bei West Ham gut funktionieren. Mir auch keiner geglaubt. Insofern denke ich, dass die Eintracht auch dieses Spiel 3-1 sogar gewinnt. Okay. Basti? Ich tippe nicht. Ich weiß es nicht. Alles, was ich jetzt sagen würde, ist Schwachsinn. Okay. Patricia, du hast diese Chance nicht, du musst deinen Ergebnistipp abgeben. Warum hat Basti so eine Sonderrolle hier? Er war einfach nur vor dir dran. Ja, okay. Ich glaube, es wird enger und es wird ein 1:1, aber das reicht uns ja. Von daher 1:1. Okay. Ich sag 2:2. Gottes Willen. Und ich sage euch jetzt nicht, wann die Tore fallen werden, weil ansonsten kollabiert er hier gleich wahrscheinlich. Das wird echt ein schwieriges Nervenspiel, ey. Heiliger Pimper. Ja. Gottes Willen, Leute, das wird wirklich ein schwieriges Nervenspiel. Das, so ja. Ruhe mich die ganze Zeit mit diesen überzeichneten Darstellungen hier ein bisschen irgendwie vorzubereiten darauf, aber wenn man mal nicht dann da dran geht, das wird eine harte Kiste. Ja. Und es ist trotzdem machbar. Und das ist, glaube ich, das, was es so schlimm macht. Es ist nicht so, dass du denkst, okay, du hast keine Erwartungen und wenn du es schaffst, wäre es eine Sensation und wenn du es nicht schaffst, hast du es erwartet, sondern jetzt ist es 50-50. Ja. Oh boy, bin sehr nervös. Jo. Mir geht's auch schon eigentlich nicht mehr so gut. Mir geht's auch nicht mehr so gut. Mir macht es auch jetzt hier keinen Spaß mehr. So lange will ich jetzt hier. Das ist wirklich. Wenn du mich jetzt ein Wort, René, nach dem Leverkusen-Spiel fragst, dann leg ich auf, Alter. Ich hab's ja auf dem Zettel stehen als nächstes tatsächlich, aber das war auch, glaube ich, nur eine ganz nobody schlechte cares. Idee. Nee. Ja, also Bundesliga nobody. Interessiert gerade null die Bohne. Vollkommen egal. Kompletter Fokus auf den Donnerstag. Diese kleinen 100 Minuten erfolgreich über die Bühne bringen. Und dann einfach erstmal kräftig durchatmen, wieder versuchen irgendwie für einen kurzen Moment ins normale Leben vielleicht irgendwie mal so ansatzweise zurückzukehren und dann vielleicht auf ein späteres Datum in diesem Monat schauen. Das wäre jetzt erstmal so grob die Marschrichtung, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Genau. Dann lassen wir es fußballerisch dabei bewenden. Ich muss nur jetzt dann doch kurz zur Bundesliga zurückkommen. Nicht, um über Leverkusen zu sprechen, Basti, keine Angst, sondern weil der liebe Markus uns gerade eben noch eine Empfehlung reingereicht hat, die ich natürlich hier nicht verschweigen möchte.
Und zwar, ich verlinke euch das dann auch gleich noch, wo ihr das finden könnt, beziehungsweise da gibt es, glaube ich, ein, ich guck mal, es gibt, glaube ich, eine Webseite und es gibt, glaube ich, so ein PDF. Aber ich sage euch erstmal, worum es geht. Und zwar der Verein United for Ukraine organisiert für das letzte Heimspiel der Eintracht am 8. Mai gegen Gladbach eine Ticketspende. Kurz zusammengefasst, es sind so im Raum Frankfurt etwas mehr als 10.000 Menschen aus der Ukraine mittlerweile untergekommen, die durch den Verein und durch viele Freiwillige dort versorgt werden mit Sachspenden, Geld, Unterkünften, Organisationen, was auch immer. Und den Menschen möchte man ein bisschen, ja, Freizeitausgleich, ein bisschen Alternative bieten. Und deswegen könnt ihr, wenn ihr ein Print-at-Home-Ticket habt, und das ist ganz wichtig, es funktioniert nur mit Print-at-Home-Tickets, habt und sagt, ich kann an dem Tag sowieso nicht Bundesliga, was ist das, ich will einfach nur nach Sevilla, dann könnt ihr euer Ticket spenden und das wird dann quasi über diesen Verein United for Ukraine quasi verteilt, dass entweder Geflüchtete aus der Ukraine oder halt eben Helfer, die in den letzten Wochen sehr viel Zeit und persönliche Energie da reingesteckt haben, sich um diese Menschen zu kümmern, mal 90 plus x Minuten ein bisschen Fußball bei der Eintracht vielleicht genießen können. Von daher, ich fand das eine sehr schöne Aktion. Ich hänge euch die Informationen auf unsere Webseite und vielen Dank an den Markus, den ihr ja letzte Woche hier in dieser Sendung gehört habt, für den Hinweis für diese Aktion. So, mehr will ich aber jetzt auch nicht zur Bundesliga sagen. Super. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, dann kann Basti wieder zurück ans Nee, ich habe noch zwei Sachen. Ich habe jetzt gedacht, du hast auch noch zwei Sachen. Ehrlichste. Entschuldigung. Naja, ja, ja, gut. Also, also erstmal eine Sache, was, was mich ein bisschen gefreut hat, dass es aktuell so aussieht, als würde Steven Zuber wohl nicht mehr zur Eintracht zurückkehren. Also offenbar ist AEK in Athen interessiert daran, ihn käuflich zu erwerben. Und der hat ja, es hat ja dort auch eine sehr erfolgreiche Saison gespielt mit immerhin 7 Toren und 3 Assists in 25 Spielen. Hat dort also auf jeden Fall als Stammspieler ordentlich performt. Und wenn alles gut läuft, werden wir vielleicht roundabout 2 Millionen für ihn bekommen. Okay. Was ich angesichts nicht gedacht. Angesichts der finanziell unklaren Situation der Eintracht, die uns im weiteren Verlauf des Sommers noch kräftig beschäftigen wird, auf jeden Fall eine gute Angelegenheit ist. Also das ist das Erste. Und was ich euch noch ganz kurz sagen wollte, weil wir sind ja ein Eintracht-Podcast. Ja, ich höre und halt auch. Ja, genau. Das eigentlich auch eine Wahnsinnsleistung der U19 war, die es leider nicht geschafft haben, jetzt in die Endrunde zu kommen, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Platzierung jetzt in der U19-Tabelle hatten. Ja, also haben auch das letzte Spiel wieder gewonnen, haben eine richtige Baba-Rückrunde gespielt. Und ja, leider hat es nicht hundertprozentig geklappt, aber ich denke, man kann schon sagen, Chapeau, da ziehe ich meinen Hut und finde es schon richtig geil, was die bei der U19, wo es ja vor ein, zwei Jahren echt auch ein bisschen kritisch war, natürlich Corona auch viel zurückgeworfen und so weiter und so fort, aber richtig abgeliefert haben. Und da muss ich sagen, geile Angelegenheit, freue ich mich und habe ein bisschen Bock drauf, dass der ein oder andere Spieler vielleicht dann auch von dem Tabellendritten der U19, also der Eintracht dementsprechend vielleicht mal dann in der zweiten Mannschaft der Eintracht im Sommer spielt. Ja, da bin ich auch noch sehr gespannt, wie da dann die Übergänge sind und die Integration. Also wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, dass wir da relativ große Hoffnung reinsetzen, aber wie das dann tatsächlich umgesetzt wird, da bin ich dann auch mal sehr gespannt. Aber freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf, da noch ein bisschen mehr Eintracht-Fußball und hoffentlich auch Weiterentwicklung von einzelnen Spielern zu sehen. Ja. Deswegen wollte ich an dieser Stelle nochmal loswerden. Auch Eintracht. Ja. Ja, sehr schön. Sehr schön. Jetzt bin ich fertig. Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Haben die anderen denn noch was? Ansonsten würde ich hier Richtung Zielgerade abbiegen. Nee, ich habe nichts. Wahrscheinlich habe ich noch was, aber ich habe keine Ahnung. Okay. Und zwar? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Achso, du weißt es nicht. Achso, okay. Ich bin einfach nur fertig. Ich habe diese Nummer mit Adi Hütter nicht verstanden. Was war es? Die Eintracht hat sich mit Adi Hütter vertragen? Die Eintracht verträgt sich jetzt mit Adi Hütter und hat ihn eingeladen zu dem Spiel morgen. Was ist denn das, Alter? Also ich weiß nicht, ob es, also explizit war das doch Hellmann, der sowohl Hütter als auch, ich glaube, Bobic eingeladen hat.
So habe ich das verstanden. Ja, nicht nur die. Also der hat, die haben doch auch Kovac, also beide Kovac-Brüder eingeladen. Ich glaube Armin Fee, Ribert Bruchhagen, also so Friedhelm Funke, also komplett alle, die jemals mit der Eintracht in den letzten Jahren gearbeitet haben. Ich glaube, aber ja, ich glaube, Hellmann hatte dann ja noch gesagt, dass man ja jetzt die Vergangenheit ruhen lassen müsse. Genau. Und er hatte ein halbstündiges Gespräch mit Hütter. Und so, ja, aber man kann die Vergangenheit auch ruhen lassen, ohne dass man den gleich einlädt. Ich will den nicht da im Stadion haben. Was ist das denn? Ich verstehe den Impuls, ja. Ja, nee, nicht nur du. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich hätte, also wie du richtig sagst, Basti, man kann da jetzt auch einfach das Ding bei auf sich beruhen lassen, ohne dass man da jetzt nochmal irgendwie eine Medienaktion irgendwie draus macht. Vor allen Dingen hat er doch auch ständig nicht die Schnauze gehalten. Wie viele Interviews hat er unbeantwortet gegeben, um ständig wieder irgendwie das neu aufzurollen, dass er ja nicht schuld ist, der soll einfach das Maul halten. Das will der hier, Alter. Vielleicht ist es einfach nur der Versuch zu zeigen, dass man erwachsener ist als die Gegenseite. Ja, aber muss man ja gar nicht. Hat ja niemand erwartet, dass wir Adi Hütter zu irgendwas einladen. Was ist denn das? Nee, das ist ja aber Trainer vom Gegner, den nächsten Gegner danach, also weiß nicht. Das ist halt noch der Beigeschmack, ich sag mal, wenn du natürlich sagst, so okay, wir laden die... Ganz ehrlich, guck mal, was ist denn das für ein Zeichen an Gladbach-Fans auch? Also weiß nicht. Also ich sag mal so, niemand muss Hütter einladen. Ja. Das ist ein guter Sendungstitel. Also niemand, sehr guter Sendungstitel, Alter. Ja. Nee, ich meine, das ist so, ich meine, von ihm ist es auch respektlos, den Gladbach-Fans gegenüber. Was ist, will er jetzt hier als Eintracht-Fan auf der Tribüne sitzen und sich mit Eintracht versöhnen? So, das weiß ich nicht. Ja, gut, aber dass das von ihm, also, ich meine, das haben wir ja damals in der Aktion schon gesehen, wo es hieß von wegen, ja, Gladbach, auch ein geiles Stadion, andere Farben. Also erwartest du da jetzt wirklich, dass der irgendwie Rücksicht auf Fans seines aktuellen Arbeitgebers nimmt? Ja, man kann ja, also, weiß nicht. Vielleicht sagt er das bei Gladbach dann auch. Ja, Herr Hütter, warum sind Sie denn zur Eintracht gegangen? Ja, ist auch ein geiles Stadion, aber andere Farben als hier bei Gladbach. Ja, also, dass da nicht das Bewusstsein da ist, das sollten wir mittlerweile verstanden haben. Aber ich gebe dir recht, also als Fan von Gladbach würde ich mir da jetzt auch so ein bisschen, würde ich jetzt auch die Augenbraue hochziehen, definitiv. Ja, weil es ja auch nicht so, als hätten die nicht das eine oder andere Problem auch. Korrekt. Oder eine neue Saison zu planen. Ja. Ich glaube, aus ähnlichen Gründen hat Bobic ja abgesagt, ne? Also der kommt wohl nicht, weil er hat gesagt, irgendwie eine wichtige Sitzung an dem Tag. Aber gut, das Spiel ist halt um 21 Uhr und innerhalb Deutschlands kommt man ja schnell von A nach B. Ich glaube einfach, der hat auch nicht so Bock, sich zu zeigen und dann brennt die Hütte aber beim eigenen Verein und du sagst, ah ja, ich bin aber beim Ex-Verein eingeladen und guck mir mal ein bisschen Euroleague an. Kommt, glaube ich, auch nicht so gut. Nee, natürlich nicht. Also da war zumindest entweder er oder der Berater, der ihm das zugeflüstert hat, lass dir mal eine kreative Ausklärrede einfallen, die waren auf jeden Fall besser unterwegs. Oh, am Ende ist auch egal. Ich habe das, glaube ich, auch nur erzählt, um mich abzulenken von den wichtigen Dingen. Kleine Stellvertreter-Ablenkungsdiskussion, aber am Ende ist es mir auch scheißegal. Adi Hütter wird nicht verhindern an dem Tag, dass wir weiterkommen. Wahrscheinlich nicht. Jetzt hör doch nicht, hör mal auf, jetzt habe ich irgendwie so schlechte Omen irgendwie, jetzt mache ich mir darüber noch Gedanken, ob das hier jetzt irgendwie ein Glücks- oder Pechbringer sein könnte. Aber ich verstehe es echt nicht. Weil so habe ich darauf noch nicht geschaut. Es ist verbrieft auch, dass manche Spieler keinen Bock mehr auf den hatten. So, die kriegen es ja auch mit, dass der jetzt da ist. Ich habe auch keinen Bock auf den. Also. Egal, lass uns das Thema vergessen, sorry. Ja. Ja. Haken wir das ab? Und freuen uns eher drauf, dass von den anderen Menschen auf den Rängen dort für eine ab der ersten Millisekunde vorherrschende grandiose Stimmung passieren wird, um diese Mannschaft in dieses Finale zu brüllen, so wie Basti es ja vorhin gefordert hat, wollen wir es jetzt an dieser Stelle auch nochmal zur Abrundung erwähnen. Also für alle die im Stadion sind oder auch in der Nähe des Stadions, vollkommen egal, feuert einfach 90 plus x Minuten unsere Mannschaft an. Das ist das Wichtigste an dem Tag und dann können wir in der nächsten Woche hoffentlich über den weiteren Verlauf dieses Wettbewerbs reden, in irgendeiner Art und Weise. Ich will das jetzt hier nicht jinxen, ne? Wie man so schön sagt. Und ich würde sagen, damit haben wir es dann jetzt aber auch für diese Woche geschafft und können wieder zurück in unsere zu unseren Gedankenspielen gehen. Fötusstellung gehen. Embryonale Grundhaltung einnehmen, genau. Weil, denk dran, wie Patricia vorhin gesagt hat, jeder Tag ist Donnerstag. Bis Donnerstag
Es wird spannend, es wird herausfordernd. Wenn ihr es irgendwie schafft, es zu genießen im Nachhinein, wunderbar. Ich glaube, wenn ich zumindest an das DFB-Pokalfinale zurückdenke, nach den 90 Minuten ist man, glaube ich, sehr fertig. Wir wünschen euch eine halbwegs angenehme Restwoche und melden uns dann in der nächsten Woche und reden über Eintracht-Fußball. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Hey! 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 Es geht an der Frankfurt!